Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, es gibt mal wieder, wie jedes Jahr, einen Besuch auf der Leipziger Messe, die sich jetzt Hobbymesse nennt. Was sich aber nicht geändert hat, ist der Einstieg in meine Messevideos, dass es hier erstmal durch diesen Gang in die Modellbahnhalle geht, und ich kann es gleich vorwegnehmen, ich habe dieses Jahr nur diese eine Halle geschafft. Im vorigen Jahr war ich ja auch mal in den Nachbarhallen unterwegs, aber da hat es auch zu zwei Messebesuchen gereicht, diesmal nur zu einem. Ja, ich versuche das dann immer irgendwie so ein bisschen systematisch anzugehen, also immer von außen nach innen, also einmal ringsherum und dann sich so allmählich den Inneren der Halle nähern. Ja, hier haben wir dann den einen oder anderen mehr oder weniger bekannten Namen, der uns hier dann entgegenleuchtet. Ja, ein für mich bekannter Name ist immer RTS. Es gibt da auch immer sehr schöne Gespräche am Stand. Und das wird auch vorgeführt hier, wie man begrast. Ja, und dort waren auch so ein paar kleine Dioramen, die also sehr, sehr schön gestaltet waren. Das war ein wahrer Augenschmaus, was wir jetzt mal so sagen wollen. Ja, hier habe ich leider oben nicht so ganz mit fotografiert, wer da jetzt der Urheber ist, aber es ist schön gemacht hier mit der Milka-Kuh und dem unterirdischen Weinlager. Und auch diese Szene, die erscheint mir doch recht gelungen, auch wenn das hier natürlich ein deutlich größerer Maßstab ist, als wir das in H0 hat, und da kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen. Ja, und hier haben wir noch so eine kleine Mini-Anlage. Ja, es war sowieso ein bisschen die Messe der Mini-Anlagen, aber ich denke mal, das wird dann erst so im zweiten Teil des Videos Platz finden. Ja, diese Anlage, die hatten wir auch im vorigen Jahr, wo dann hier der Schneeräumtraktor da durch die Gegend fährt und hier eine Baureihe 106 dann rangiert, vollautomatisch. Dann haben wir hier unsere ungarischen Freunde, die hier eine Modulanlage aufgebaut haben. Das müsste auch Fremmerhöhe sein. Was ein bisschen nachteilig ist für die, die jetzt hier etwas kleiner sind. Also für die Kinder ist natürlich Gleishöhe 1,30 jetzt nicht ganz so einfach. Ja, aber es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Das ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass man da ein bisschen bequemer sozusagen an die Fahrzeuge rankommt als Bediener. Das ist ja ursprünglich auch nicht für die Ausstellung gemacht. Ja, und dann haben wir hier Rail Innovation, auch wie jedes Jahr, wo also, sagen wir mal, nicht Leipzig dargestellt wird, aber einige sehr stark an Leipzig erinnert, ne? Wie da gerade die Blechbüchse, was ja ein Kaufhaus ist, was es zwar schon lange gibt, aber was eben zu DDR-Zeit entsprechend umgestaltet wurde. Auch der Leipziger Hauptbahnhof ist ja deutlich kleiner ausgefallen. Aber den Leipziger Hauptbahnhof in den realen Maßen darzustellen, das halte ich also zumindest in H0 für ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, was also bestenfalls stationär, das sind Teile der Anlage, sind 4 Meter breit, also da muss man dann irgendwie drüber schweben, um dann irgendwas zu bauen. Na, also das ist nicht realistisch. Da ist es besser, das hier, sagen wir mal, die Stadt so ein bisschen anzudeuten. Na, also das sind das eine oder andere Gebäude, was wir da sehen. Gibt es auch wirklich tatsächlich in Leipzig, aber der Gesamtzusammenhang ist natürlich hier ein etwas anderer. Aber trotzdem ein schöner Ansatz.
Ja, und dann haben wir hier das Stadion, was nicht dem Leipziger RB-Stadion nachempfunden ist, weil sie das irgendwie nicht durften. Na, was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist. Also, das ist, verstehe mal jemand, die neue Zeit, ne, wenn man ein bisschen älter ist wie ich. Das ist einfach irgendwie ein bisschen irre. Also haben sie sich ein anderes Stadion genommen und haben das hier nach Leipzig verpflanzt. Mit sehr, sehr vielen Figuren. Ich habe das leider vergessen, wie viele es waren. Na, also es waren noch nicht alle da. Na, das wurde dann während der Messe dort fleißig weitergeklebt. Ja, und dann gibt es das Ganze noch im Bewegtbild. Ich habe jetzt hier mal die Musik ausgeblendet, nicht, dass mir YouTube hier das Video sperrt. Na, weil ich nicht weiß, ob das jetzt hier irgendwie geschützt ist oder nicht. Das wollte ich jetzt einfach nicht ausprobieren. Ne? Ja, da wurde kurz der Leim ins Bild gehalten, dem das geklebt wurde. Da gab es noch neben mir eine Frage. Ja, und dann ist mir leider hier entfallen, ich habe es auch leider nicht fotografiert oder es gab gar kein Schild, woher hier diese Kollegen kamen. Ist auf jeden Fall eine Endanlage in Modulen, die hier präsentiert wurde, die zu Teilen auch nicht schlecht war. Ja, ich habe es dann leider versäumt, hier mal das Schild zu fotografieren, wo die Kollegen herkamen. Beziehungsweise war gar jetzt da, ich weiß es nicht mehr. Ja, dann haben wir hier MEC Lößnitzgrund aus Coswig, die hier eine 2E-Anlage, ne? Das ist also nicht irgendeine Gartenbahn, sondern da ist wirklich dann hier, naja, ein paar originalgetreuere Gleise verwendet worden, ne? Sonst fährt ja bei LGB die sächsische Schmalspurbahn auf zu breiten Gleis. Ja, dann haben wir hier diese weiße Lokomotive, die schon seit Tagen oder Wochen da durch diverse Videos und andere Beiträge geistert. Die soll also am Sonntag, am Aschersonntag, Sonntag, was heute ist, während ich hier das Video vertone und eben nicht auf der Messe bin, vom Künstler Fischer Art, der ja in Leipzig da ein bisschen bekannt ist und naja, auch nicht ganz unumstritten, soll die dann hier noch verziert werden. Das wird dann leider ohne meine Anwesenheit hier stattfinden. Das hätte ich auch gerne gefilmt, aber ich, ja, ist halt gesundheitlich, bin ich halt nicht so ganz auf der Höhe. Ja, und dann haben wir hier wie jedes Jahr die Eschdampfbahner, die also hier so zwei miteinander verbundene Anlagenteile hatten. Hier ist jetzt auch der echte Spur 2M-Teil, wo wir jetzt hier die Schweizer Lokplatte hatten, die jetzt auch gleich wieder einfährt, und im Vordergrund hier eine Lok der Bäderbahn Molly, die also zumindest eine ähnliche Spurweite hat. Das ist keine Meterspur, die sind also 900 mm. Das ist also schon im Modell vergleichbar. Ja, und dann haben wir hier. Das, nee, das ist glaube ich auch noch diese Tegernseebahn, ne, die also auch auf Meterspur ist, denn die so eine Lok, ich weiß nicht, ob diese Lok, also so eine Lok ist ja auch der Harzquerbahn rumgefahren. Und der Modellbahnverein Leipzig Friedrich List war natürlich auch anwesend, wie jedes Jahr, mit der doch sehr sehenswerten Anlage Bad Clausthal, die zwar schon recht alt ist, aber eben immer noch top. Ja, also dann haben wir die Schmecker, das ist also schon immer eine der Anlagen gewesen, die da im Verein ein Highlight sind. Ja, und dann haben wir hier die Anlage der Museumsbahner Freiberg. Und ich erinnere mich jetzt gerade, dass der Kollege wollte, dass ich die Szene rausschneide, wo die Lok hier stehen bleibt, weil ihm das peinlich war. Und wir darauf dann aber die Diskussion hatten, dass die ja schon anderthalb Tage fährt und dass das völlig normal ist, dass da was stehen bleibt. Das schließe ich nur mit der Anlage. Na? Und ja, er wollte den Zug umsetzen. Da hinten haben wir die beiden Personenwagen. Und da soll die Lok ran und soll in den Nachbarbahnhof fahren. Das ist eben auch keine Anlage, die hier im Kreis fährt, sondern wir haben hier zwei Endbahnhöfe, eine Strecke in der Mitte, wo dann jeder der beiden Kollegen sich einen Bahnhof vorgenommen hatte und dann eben haben die Züge praktisch hin und her geschickt.
ein, ich finde, tolles Betriebskonzept. Vor allem, wenn man das zu zweit, hier ist mal noch eine kleine Szene, ne, wo der Bauer die Kuh aus dem Stall ziehen will, und die will aber nicht. Ne. Ja, dann haben wir hier noch eine Zwischenstation. Ist auch alles schön gemacht. Da kann man nicht meckern. Und hier haben wir dann den anderen Bahnhof, wo dann der Triebwagen einfährt, der also vor dem Zug, den wir gerade gesehen haben, da unterwegs war. Allerdings auf der Regelspurstrecke. So, dann kommt er gleich hinterher, unser Zug, der jetzt hier einfährt. Wir haben auch wieder den obligatorischen Finger. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, ne? Aber ich glaube, das schneidet man anders mal andermal an. Ich hatte es, glaube ich, auf der Messe in Chemnitz in dem Video hatte ich das schon mal, die Diskussion. Ja, und dann haben wir wieder unsere Freunde der britischen Bahnen, die also eben auf der Messe, dann auch auf der Leipziger Weihnachtsausstellung und auch in Bonn unterwegs sind, die hier ja, doch recht interessante Sachen zeigen. Wo es dann immer Diskussionen im Wiesen gibt, ja, mir ist auch hier wieder was ins Auge gestochen. Das, was ich natürlich jetzt erwähnen muss, weil dann haben wir in Bonn wieder schöne Diskussionen. Ja, und da hat man ja die Diskussion schon, dass also die Wiese doch in England doch tatsächlich so aussieht. Hier hatte ich so aus der Entfernung so ein bisschen schon wieder so Erinnerungen an diese Geschichte, wobei das hier von Weitem mir eher so aussah wie so voller Wiesengrün. Ne, voller gedächtnis Wiesengrün, irgendwie sowas. Aber ich bin dann mal näher rangegangen. Die Fasern waren völlig unschuldig. Die waren sogar gemischt und hatten also doch eine sehr angenehme grüne Farbe. Aber da war der Untergrund grün gestrichen und der strahlte so ein bisschen durch. Und das gab dann so in der Entfernung da diese, ja, dieses eher so ein bisschen Giftgrün. Ja, also wie gesagt, ich mache ja Erde drauf, andere streichen es braun, weil Erde ja nun mal meistens braun ist. Hier ist es halt grün, da wirkt es etwas anders. Und ich habe mit dem Kollegen wieder genug Diskussionsstoff über dieses Thema. Viel interessanter ist für mich auch das hier. Ne? Also es gibt da in England nicht nur Doppelstockbusse, sondern auch Doppelstock-Schienenfahrzeuge. Ja, er wird mir da bestimmt, wird mich dann bestimmt aufklären, aber ich denke mal, das sieht eher so wie eine Straßenbahn aus. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf den Schienen der Eisenbahn unterwegs ist. Also ich würde es eher für eine Straßenbahn halten. Ne? Aber es gibt eine, man kann das ja gerne in die Kommentare schreiben, ne? Und mich dann aufklären, weil über englische Bahnen habe ich so gut wie keine Ahnung. Auch das war ein Foto wert, ne? Also ich hätte mit Ingolstädter Nummer, ich hätte jetzt eher ein Audi erwartet, aber ist ja ein schöner Klassiker, der hier zu sehen waren also nicht nur weiß angepinselte Dampfloks da. Dann gab es einen Stand der IG Mikromodell, wo es also darum ging, alle möglichen Modelle, also hier haben wir LKWs, das sehen wir dann noch gleich, Eisenbahnen, ja, die eben per Fernsteuerung, also nicht hier irgendwie mit der Hand am Trafo, sondern per Fernsteuerung zu steuern, was auch bei der Modelleisenbahn kein uninteressanter Ansatz ist. Ja, hier bei dem Boot ist es ein bisschen schwieriger, ne, da hat er eine ganze Zeit eine Weile rangiert. Das ließ sich scheinbar nicht so einfach steuern. Und ich glaube, es war kein Besucher, der das gesteuert hat. Also der hat hier wirklich eine ganze Weile gebraucht. Ich habe dann noch vorher was anderes aufgenommen. Da sah ich schon, dass er da das versucht hat. Ja, und dann gibt es hier LKW, also Truck Race, die also hier sich dann auch ferngesteuert da gegenseitig über den Haufen fahren.
Ja, dann haben wir hier italienische Modellbahner. Ich erspare jetzt mal den Versuch, das hier, euch den Versuch, das hier mal vorzulesen. Die also hier eine Modulanlage aufgebaut haben, oder Segmentanlage, keine Ahnung. Das, ja, die praktisch hier italienische Eisenbahn zeigt. Ja, wer mehr wissen will, kann jetzt das Handy an den Bildschirm halten. Na, also wenn man es nicht ausgerechnet auf dem Handy guckt, dann ist es natürlich etwas ungünstig. Auch eine Bundesbahn V200 hat es hier nach Italien geschafft. Ja, und nun kommen wir zu einer TT-Anlage, wo ich mich während des ganzen Messe am längsten aufgehalten habe und wo ich vor allem auch von innen filmen konnte, weil mich da die Kollegen mal ins Innerste gelassen hatten und mir auch noch ein Bier ausgegeben haben. Da noch vielen Dank dafür. Ja, und dann konnte ich natürlich ihre Anlage etwas weniger bedrängt vom Besucherverkehr. Wobei, wenn wir hier sehen, ist gerade mal ein bisschen Platz. Da könnte ich das dann filmen. Wir sehen auch hier wieder das schöne Phänomen von LED-Leuchten, ne? Die also mitunter dazu neigen, dass sie im Video flackern. Gilt auch für alle Signale, Beleuchtung im Gebäude. Na, das ist aber weit verbreitet. Ich wüsste jetzt, ist es mir nicht aufgefallen, wüsste keine Anlage, wo das nicht der Fall gewesen wäre. Ja, diese sehr schöne Anlage ist quasi wie ein Quadrat aufgebaut und die Bediener sind quasi innerhalb des Quadrates die Besucher dann außen rum. Wir sehen jetzt hier, es ist nicht ganz ein Quadrat, aber fast. Und es gibt da diverse Bahnhöfe, diverse Strecken, ein Bahnbetriebswerk, diverse Industrieanlagen und auch ein bisschen Natur, was es da zu bewundern gibt. Das alles in TT, in H0 wäre das dann, naja, ein bisschen größer geworden und wahrscheinlich deutlich schwerer zu bewältigen, als dann hier so eine Anlage auf und abzubauen. Ja, hier hat es mir das Fotos entstanden, weil mir diese silbernen Objekte da so ins Auge gefallen sind, die so ein bisschen aussahen wie Coronaviren. Na, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo ein Vorbild hat, aber es hat mich dann etwas belustigt. Aber schön gemacht, da kann man nicht meckern. Ja, und dann haben wir hier mal noch einen Blick hinter die Kulissen. Das ist das, was der Besucher nicht sieht, wo dann hier also Wendebögen sind für die Anlage, dass eben nicht alles nur im Kreis fährt, sondern auch mal ein bisschen, naja, dass ein Zug mal irgendwo auftaucht, wo man es halt nicht unbedingt vermutet. Ja, dann haben wir hier noch so im Luftbild fotografiert eine Schmalspurbahn, ne? Und wenn ich TT habe, ist das natürlich jetzt hier TTE, was für mich immer, das sind ja quasi die Gleise an die gleiche Breite wie Spur Z, was für mich immer besonders faszinierend ist, weil es einfach so winzig ist, dass dann ich mir es nicht zutrauen würde, da was zu machen. Ja, also ein bisschen was in der Hand brauche ich dann schon. Obwohl ich ursprünglich mal ein TT-Bahner war. Ja, apropos TT, da haben wir ja auch jedes Jahr eine große Modulanlage, wo früher AKTT dran stand. Ne, stand auch diesmal dran. Hier haben wir also auch wieder so ein Wendemodul, der sich aber irgendwie aufgelöst hat und dann scheinbar doch wieder nicht, weil da auch wieder ein Schild hing. Hier waren also mehrere Vereine beteiligt, ne? Also wir haben einmal hier Berlin-Brandenburg und dann die mitteldeutschen TT-Modulbahner, die dann auch, weil ein e.V. dahinter steht, ja einen eigenen Verein gegründet haben. Ja, hier sind wir dann eher auf der Brandenburger Seite, wo wir hier einen Bahnhof haben und jemand, der schnell noch ein Foto macht, ne? Vor jemandem, der da schnell noch ein Video macht. Aber
Ja, da gibt es den Grund, sich aufzuregen, ne? Weil es ist einfach, wenn das sowas nicht passieren würde, ja, da haben wir eine tolle Einfahrt gerade. Wenn sowas nicht passieren würde, wären wir nicht auf einer Modellbahnmesse, ne? Genau das gleiche ist bei irgendwelchen im Vorbild, wenn dann irgendwelche Leute durch die Gegend krähen, dass man gefälligst von der Lok wegzugehen hat, weil sie gerade fotografieren wollen. Alles Unsinn. Aus meiner Sicht muss der Zuschauer immer Vorrang vorm Fotografen haben, denn für den wird ja die Messe gemacht. Ja, da habe ich jetzt schon hier ins nächste Bild reingequasselt, was eigentlich nur für mich zur Erinnerung sein sollte, damit ich weiß, um was es sich handelt, denn auch wenn das alles gestern war, dann vergisst man, hat so viel gesehen, man vergisst dann was. Wir haben hier eine Anlage von holländischen Modellbahnern, die hier in Spur 0, allerdings ein bundesdeutsches Thema, wir haben ja hier eine Bundesbahn 260, ein bundesdeutsches Thema darstellen. Alles schön gestaltet, kann man nicht meckern, ist auch wie viele andere Anlagen auch eine Bereicherung für diese Ausstellung. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Bitte abonnieren, Glocke klicken, damit ihr diesen zweiten Teil nicht verpasst. Schönen Abend, macht was draus.